So, guten Morgen, Kirche mittendrin. Schön, euch zu sehen und schön zu sehen, dass ihr lächelt. Das ist gut, das ist ermutigend. Amen. Bevor ich nach vorne gekommen bin, habe ich gedacht, irgendwie ändere ich meinen Einstieg in das Thema heute. Letzte Woche war ich mit Gregor und Isabella, waren wir sonntags im Wald und haben Pilze gesammelt. Ja, und wir haben Pilze gefunden. Ja, und die Armen mussten dann meine Pilzerklärungen ertragen, meine Vorträge ertragen dann über Pilze. Und es gibt jetzt, ich weiß nicht, wer sich von euch da auskennt, es gibt ja einige von uns, die auch Pilze sammeln. Es gibt im Moment unwahrscheinlich viele Knollenblätterpilze. Also ganz, ganz viele. Und diese Woche habe ich gelesen, dass eine Familie Knollenblätterpilze gegessen hat. Und drei Kinder und der Vater sind lebensgefährlich erkrankt. Und ich habe damals am letzten Sonntag zu Isabella und Gregor gesagt, das Schlimme am Knollenblätterpilz ist das, wenn du ihn gegessen hast, merkst du gar nicht, dass er giftig ist. Und wenn du was merkst nach ungefähr einem Tag oder etwas länger, ist es schon fast zu spät, weil dann hat das Gift schon angefangen, die Leber kaputt zu machen. Warum sage ich das? Weil es ein Gift gibt, das so gefährlich ist geistlich. Ich weiß gar nicht, was noch gefährlicher ist, um unser geistliches und auch unser normales Leben, wenn man das so trennen mag, richtig schädigen kann. Und dieses Gift ist Unvergebenheit und Bitterkeit. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ich möchte euch einladen, dass wir nochmal aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir, dass du da bist, guter Heiliger Geist. Und ich danke dir, Herr, dass du dein Wort an uns segnen wirst, Herr. Und dass du es das vollbringen lässt, was es tun soll in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass wir dein Wort mit Sanftmut aufnehmen, dass wir uns nicht sperren gegen dein Wort, auch da, wo es unbequem wird oder uns herausfordern könnte, dass wir uns nicht ärgern über dein Wort, sondern dass wir uns korrigieren lassen, Herr, herausfordern lassen. Denn, Herr, du sprichst Dinge an in Klarheit, dass es besser wird mit uns. Und dass wir, du willst, dass wir ein gutes Leben haben und das wird gut durch dieses Leben auf dieser Welt kommen, Herr. Und deswegen bin ich so froh, dass wir dein Wort haben, Herr. Amen. Hebräer 12, Vers 12 bis 15 ist der Text, über den ich sprechen möchte. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze wird oder hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Ich möchte drei Punkte rausheben aus diesem Text. Und der erste Punkt ist der,
Wir können alle ermüden. Das ist jetzt nichts großartig Neues. Ich denke, das spüren wir alle auch irgendwo, oder? Wir können müde werden. Wir können müde werden in unserem Leben. Und wie gesagt, es gibt als Christ ja keine Trennung. Wir können auch in unserem geistlichen Leben müde werden. Wir können uns kraft- und antriebslos fühlen, weil wir einfach durch schwere Zeiten gehen, durch Umstände, die richtig schwierig sind. Und wenn ihr jetzt mal euch die Mühe machen wollt, dann lest mal das ganze Kapitel 12 aus dem Hebräerbrief. Denn da geht es wirklich darum, dass sind einige Dinge aufgezählt, die uns tatsächlich belasten können, die uns müde machen können. In Hebräer 12, Vers 1 zum Beispiel steht: Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Klammer auf, du bist niemals allein. Auch wenn du das Gefühl hast, dass Menschen dich nicht beachten, dass du am Rand bist oder was auch immer du fühlen könntest, dass du dich allein fühlst. Du bist niemals allein. Wenn du Christ bist, ist die Menge der unsichtbaren Gläubigen, die schon beim Herrn sind, die schon überwunden haben, die sind genauso präsent wie Jesus. Und glaub mir, die feuern dich an. Es ist interessant, ich weiß nicht, wer von euch hat den Olympischen Spiele geschaut? Oh, keine Fernseher. Ja. Wer, keiner hat Olympische Spiele geschaut? Ich würde das gerne mal miterleben als Teilnehmer, als Läufer oder so. Diese Atmosphäre des Stadions, weißt, die Sportler zu Höchstleistung antreibt, weil da ein Stadion ist, was frenetisch sie anfeuert. Wir hören diese Anfeuerung nicht, aber ich möchte dir das sagen, deswegen diese Klammer an dieser Stelle: Du bist nie allein. Deren Leben uns zeigt, dass es durch Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf nicht leicht zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Und jetzt kommt's: Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und wichtig, Bruder, Schwester, Gast, Internetzuschauer, Zuschauerin, wir sind ganzheitlich geschaffen. Das heißt, wenn ich müde bin im Körper, bin ich auch müde in der Seele. Wenn ich in der Seele müde bin, bin ich auch oft geistlich müde. Das hängt miteinander zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Zeiten ernst nehmen. Wir alle können müde werden. Das ist nicht die Sache. Was kann mich müde machen? Der Text sagt hier, das sind Lasten, das sind belastende Situationen oder Umstände. Und besonders die wir nicht zu Jesus abgelegt haben, die nicht verarbeitet oder gelöst sind. Und glaube mir, es sind einige hier, die mit Lasten rumlaufen, die sie nicht tragen müssten. Das können Sorgen sein, aber die Schrift sagt hier auch, es kann Sünde sein. Und ich möchte, dass wir unseren Fokus nicht darauf legen, dass wir sagen, Sünde ist alles, was böse ist. Sünde ist auch, was ich weiß, was ich tun sollte und nicht tue. Versteht ihr? Sünde ist nicht nur alles Böse,
alles Negative, sondern Sünde ist auch, ich gehe auch am Ziel Gottes vorbei, wenn ich nicht so lebe, wie ich leben sollte. Und es macht müde. Wenn ich Kompromisse im Glauben mache, werde ich müde. Es kostet mich Kraft, seelische Kraft. Ein falscher, unbalancierter Lebensstil, weil ich Lebenslügen glaube, also Dinge, die ich als Wahrheit in meinem Leben nehme, die aber gegen Gottes Wahrheit stehen. Das macht müde. In Vers 3, ich lese den Vers jetzt nicht, könnt ihr daheim lesen, da steht, dass Anfeindungen von Sünder müde machen. Das ist negative Kritik, das ist Ablehnung, das ist Widersprechen, das ist, wenn sich jemand feindlich dir gegenüber verhält und sich böse gegenüber dir verhält. Und das kann dir überall in deinem Leben passieren. Am Arbeitsplatz, du wirst gemobbt oder du hast einen Chef, der dich auf dem Kieker hat oder einen Lehrer, der dich ständig auf dem Kieker hat. Und es ermüdet, es macht richtig müde. Und Vers 4 bis 11, was uns auch ermüden kann, ist Gottes Erziehung. Es ist ein großes Geheimnis und aber auch eine große, wichtige Wahrheit, die ich jetzt nicht auslegen möchte, aber die Schule Gottes kann auch müde machen. Besonders dann, wenn ich die Wege Gottes nicht verstehe. Und besonders dann, wenn ich nicht weiß, dass mein Vater, egal wo ich durchgehe, es immer gut mit mir meint. Das ist so, das zu lernen ist nicht einfach. Und wenn du weißt, wie du als Kind aufgewachsen bist, wenn du jetzt ein erwachsener Mensch bist und weißt, wie du als Teenager warst und vieles nicht verstanden hast von deinen Eltern, was sie dir gesagt haben und rebelliert hast dagegen und es war mühsam, dann weißt du, wie Gottes Erziehung ungefähr funktioniert. Wir meinen, wir wissen so viel besser manchmal, aber dein Gott, er ist nicht wie ein irdischer Vater, eine irdische Mutter fehlerhaft, er ist perfekt und er weiß es wirklich besser. Amen. Warum ich das so breit erwähne und auslege, ist deswegen, weil diese Zeiten, wenn du müde bist, sind die gefährlichsten Zeiten, dass du in deinem Leben Bitterkeit, Unvergebenheit, Mutlosigkeit oder Frust kultivieren kannst. Das sind die gefährlichsten Zeiten in deinem geistlichen Leben. Wenn alles gut läuft, wenn die Sonne scheint und alles läuft in deinem Glauben, da braucht es nicht viel. Das ist ein Selbstläufer. Aber wenn du rausgefordert wirst durch Umstände, wenn du Schwierigkeiten hast, übrigens, ich habe das gesagt, da steht Anfeindung von den Sündern, das wollte ich noch dazu sagen, steht extra mal im Skript rot geschrieben. Manchmal können das auch sündige Geschwister sein. Wir gehen manchmal so lieblos, so gedankenlos, so hartherzig, so unbarmherzig miteinander um. Da braucht es nicht nur die Sünder von draußen, um dich mutlos zu machen. Amen. Leider muss man Amen sagen. Diese Zeiten, die sind so gefährlich, weil wir in Gefahr stehen, wenn wir müde sind, sind wir nicht mehr im Vollbesitz der richtigen Unterscheidungsfähigkeit. Und tragisch, wenn wir dann Entscheidungen treffen. Tragisch, wenn wir dann Schlüsse ziehen und sagen, hey, ich bin so müde davon, ich kann nicht mehr, ich laufe weg oder ich gebe auf oder ich höre auf oder was auch immer. Denk an Israel, an das Volk Israel. War mir so in der Vorbereitung so groß geworden. Nach diesem herrlichen Auszug aus Ägypten, nach diesem Riesenwunder, als sie durchs Rote Meer gelaufen sind, bäm, die erste Mangelsituation. Die erste Situation, wo sie kein Wasser haben und müde werden. Und was machen sie jetzt?
die beten. Nein, sie murrten wieder Mose, steht hier. Sie murrten, der Lobpreis des Teufels. Murren. Murren ist das Gegenteil von Segen aussprechen. Murren ist Klagen, ist Unglaube aussprechen, ist Schuldzuweisung aussprechen. Und ein paar Verse, und Gott versorgt sie übernatürlich. Er hat es zugelassen, dass die Situation war, Schule Gottes. Und die erste Reaktion, was von ihrem menschlichen Herzen kommt, murren. Dann erleben sie Gottes Hilfe. Und jetzt spätestens müsste man sagen, jetzt haben sie es kapiert, oder? Jetzt müsste man sagen, jawohl, unser Papa, wir kommen in so Situationen, aber der Papa wird es fixen, der Papa wird es machen. Von wegen. Nur ein paar Verse weiter steht, auch hier machten die Israeliten, in 2. Mose 16, 2, machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet. Wow. Da siehst du mal, wie die Sicht verändert wird durch die Bitterkeit, durch den Frust, durch die Müdigkeit in ihrem Herzen. Wie kann ich sowas sagen? Wie wenn ich vergessen hätte, was früher war. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. By the way, war das Moses Idee? War das Aarons Idee, so eine kleine Wüstenausflug zu machen? Nein, Gott hat gesprochen. Aber hier ist wichtig, dass wir eines lernen. Bitterkeit sucht die Schuld nie bei sich selbst. Bitterkeit sucht die Schuld immer in anderen, in Umständen, und die werden angeklagt. Man übernimmt keine eigene Verantwortung. Es ist so leicht. Du bist schuld an meinem Zustand. Du bist schuld, dass es mir geistlich nicht gut geht. Aber unser Text, zurück an den Anfang, hat einen Lösungsansatz. Gott sei Dank. Amen. Und der Lösungsansatz, der wird uns vielleicht nicht so gefallen manchmal, aber das ist die Wahrheit. Vers 12 und 13. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Wenn du Bitterkeit und Unvergebenheit aus deinem Leben raushalten möchtest, dann musst du Nummer eins zuallererst Selbstverantwortung übernehmen. Und du musst aktiv werden. Siehst du, wenn du müde bist, willst du nicht aktiv werden. Da willst du dich hinlegen, da willst du sagen, oh, sollen doch die anderen, soll doch der andere was machen. Nein. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Das Einzige, was geschieht, ist wie bei dieser Vergiftung. Es geht weiter. Wenn du Bitterkeit tolerierst, wenn du Unvergebenheit tolerierst in deinem Leben, sie wird ihr tödliches Gift einfach weiter ausführen. Es wird einfach zur Wirkung kommen. Ich bin verantwortlich dafür, wie ich mit Zeiten und Einflüssen von Mangel und Müdigkeit umgehe. Ich bin verantwortlich. Nicht mein Nachbar, nicht meine Frau, nicht mein Pastor, nicht meine Gemeinde. Ich bin verantwortlich. Und alles Murren und Klagen nutzt nichts.
alles Schuld zuweisen nutzt nichts. Du bist in dem Moment passiv und ein Opfer. Die Schrift sagt es ganz klar, ich bin verantwortlich. Ich warte nicht, dass jemand von außen kommt und mich stärkt, weil ich sagen kann, ich habe die Kraft und die Befähigung von Gott bekommen. Heute Morgen beim Teamstart, ich habe immer diese Gewohnheit, die Losung von heute vorzulesen. Und heute stand drin die Stelle, die ich zu gut kenne, wo Paulus sagt, mit Zittern und mit Angst war ich vor euch gestanden und ich habe nicht richtig, ich sage es mit meinen Worten, nicht richtig reden können. Das kenne ich zu gut. Aber meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott braucht deine Kraft nicht. Und deine Kraftlosigkeit ist auch keine Entschuldigung, nicht weiter mit Gott zu gehen, nicht weiter Gott zu dienen. Wenn du das tust, verlässt du dich auf deine Kraft und nicht auf Gottes Kraft. Amen. Drittens, ich lenke meine Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Und ich frage diese Frage, die so wichtig ist, warum bin ich eigentlich müde? Der Bittere oder die Bittere und unvergebenen Leute werden das nicht fragen. Die sagen, klar, die anderen sind schuld. Die Umstände sind schuld. Was sind die richtigen Schritte? Das kann auch sein, dass ich mich mal endlich offenbare und endlich Hilfe annehme und endlich die Sache ins Licht bringe und Seelsorge oder ein brüderliches, geschwisterliches Gespräch, hey, kannst du mal mit mir beten, in Anspruch nehmen. Kann schon ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Ich möchte euch kurz reinnehmen, was bedeutet denn das? Wo kann ich denn erkennen, dass ich mit Bitterkeit oder Unvergebenheit zu tun habe? Ganz einfach, wenn du anfängst, eine wachsende Kritik und Unzufriedenheit zu kultivieren, dann ist es ein Zeichen, dass dieses Gift von Bitterkeit in deinem Herzen ist. Es heißt nicht, dass wir nicht kritisch sein dürfen. Es heißt auch nicht, dass wir zu allem Ja und Amen sagen. Das heißt das nicht. Aber die Herzenshaltung dahinter ist entscheidend. Jemand, der konstruktiv ist, wird immer aus Liebe heraussprechen. Immer konstruktiv mit Ergebnis, nicht als Vorwurf. Der Bittere wird Vorwürfe bringen, weil du so bist, weil du das getan hast, bin ich so. Konstruktiv ist, wenn ich etwas erkenne und es tut mir im Herzen weh und ich gehe zu der Person direkt hin und sage, du, nicht als Oberlehrer und Oberlehrerin, nicht als Moralapostel, sondern ich gehe hin und sage, du, das betrübt mich, können wir mal darüber sprechen. Das ist konstruktiv. Du erkennst Bitterkeit, wenn du anfängst, weniger Antrieb in den geistlichen Dingen zu haben, wenn du anfängst, deine Bibel nicht mehr richtig zu lesen, wenn du Gebetswiderstände bekommst, und zwar mehr wie normal. Du bist einfach kraft- und saftlos, lässt dich hängen und Gebet ist nur eine Last und du hast keine Erwartung mehr. Du fängst an, in der Gemeinde nicht mehr regelmäßig da zu sein. Du vernachlässigst deinen Dienst. Das können Zeichen sein, dass du bitter bist und unvergeben bist und müde bist. Du fängst an, negativ zu reden. Du fängst an, Zynismus zu kultivieren und du hast einen starken Pessimismus. Und selbst wenn Leute dann zu dir kämen und würden sagen, wow, ich habe das und das und das und die Gemeinde ist so toll oder das ist so klasse und das habe ich erlebt, dann kommt immer das Aber noch dazu. Ja, okay, aber siehst du die anderen Dinge nicht. Ja, versteht ihr? Ich kann mich nicht mehr freuen an dem Guten. Ich bin fixiert auf das Bittere. Ich suche nach Alternativen, die mir Ruhe versprechen,
aber nicht Gottes Wahl sind. Das ist dieses typische Verhalten, das ich so gefährlich finde, dass wir tun das so fromm weg erklären, sagen, ah, ich mache gerade eine Auszeit. Ich mache gerade, bei Pastoren ist jetzt neue Mode, wenn jemand müde ist und frustriert ist, das wird schön benannt, wie heißt es? A Sabbatical mache ich. Sabbatical. Ich glaube, dass es sowas geben kann, bitte, damit wir balanciert bleiben. Manchmal, Sabbatical ist einfach eine Auszeit nehmen. Ist fromm ausgedrückt, klingt gut, Sabbatical. Sabbat, Ruhe. Sabbatical. Aber ich möchte dir eines sagen, überprüf deine Motivation. Überprüf, warum du dich zurückziehst, warum du nachlässt. Überprüf es im Herzen ehrlich. Und wenn du es nicht kannst, lass jemand dran, dem du vertraust. Nicht jemand, der nach deinem Mund redet, sondern jemand, dem du vertraust und sagst, hey, bin ich auf Gefahr, dass ich irgendwie schräg bin im Moment. Ein Zeichen von Müdigkeit ist Unwilligkeit, genervt sein, ständiges genervt sein, dünnhäutig reagieren. Das können alles so Zeichen sein, dass Bitterkeit oder Unvergebenheit ihr Gift verbreiten. Und jetzt sagt unser Text, und das finde ich gewaltig, die Glieder können sich ausrenken, weil ein harter Schlag war. Hat jemand schon mal eine ausgerenkte Schulter gehabt? Niemand? Wow. Hat jemand mal ein ausgerenktes Kniegelenk oder sowas gehabt? Ein harter Schlag und bang springt der Knochen aus seinem Gelenk raus. Manchmal gibt es solche Dinge, die in unser Leben reinkommen wie so ein harter Schlag. Und sie renken dich, versuchen dich auszurenken. Und das Gefährliche ist, das tut wirklich schlimm weh. Und das Gefährliche ist, wenn du es nicht wieder einrenkst, würde dieses Gelenk oder würde die Extremität würde absterben irgendwann. Das wird ja alles in Mitleidenschaft gezogen, durch Blutung, alles, Nerven. Das muss eingerenkt werden. Ein Glied am Leib, was ausgerenkt ist durch einen Schlag, durch Müdigkeit, durch irgendwas, ist gefährlicher Zustand. Es muss wieder eingerenkt werden. Und das Einrenken ist nicht so eine happy Sache. Mein lieber Mann, habt ihr das schon mal gesehen im Film oder so? Ich habe es in einer Arztserie gesehen, wenn ein Arm eingerenkt wird. Die haben früher, hat man nicht so zimperlich rumgemacht wie heute. Da hat man mal kurz gesagt, geben Sie mir mal den Arm und pssst, gezogen dran mit Gewalt. Und bis der wieder ein, und das tut richtig weh einen Moment lang. Einrenken, zurückbringen. Manche Leute haben die Vorstellung, es muss so schön sein, wieder zurück in die Gemeinschaft, in die Verbundenheit miteinander zu kommen. Das kann am Anfang wehtun. Weißt du das? Aber es ist der Weg zur Heilung, der einzige. Amen. Die Israeliten haben 40 Jahre, nein, sagen wir es so, die Israeliten hatten, als sie am Jordan standen und sollten über den Jordan gehen. Und ihr kennt die Geschichte mit den Kundschaftern. Und als die Kundschafter zurückkamen und haben bitter gesprochen über das Land, da kam die ganze Bitterkeit der Herzen wieder nach vorne. Die ganze Murrerei kam wieder hoch. Das haben die während der ganzen Wüstenwanderung war es immer wieder ein Gemurre, ein Gemecker, ein Geschimpfe und so weiter. Und das Schlimme war,
diese Kundschafter, die negativ geredet haben. Es ist eine Predigt für sich, ihr habt es schon oft gehört, wie Josef und Kaleb und Josua, wie die reden, positiv reden, ohne dass sie es beschönigen und sagen, das sind Riesen, da ist alles schwierig, große Städte, aber der Herr. Und die anderen 10 sind absolut negativ, unmöglich, dass wir das packen. Warum hat Gott es gemacht? Das ganze Volk murrt plötzlich. Und das Schlimme ist, sie schließen sich aus der Gnade Gottes aus in dem Moment. Die Gnade, dass Gott ihnen dieses gelobte Land geben wollte. Und Gott sagt, ihr kommt nicht mehr hinein. Eure Generation wird dieses Land nicht mehr sehen. Wegen dem Bitteren. Und das werden wir gleich auch in der Textstelle noch sehen. Der zweite Punkt. Bitterkeit und Unvergebenheit haben keine Chance, wenn. Und da ist auch unser Wort Gottes wieder hilfreich. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Amen. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Ich weiß nicht, ob du das erfassen kannst jetzt in diesem Moment, was das wirklich heißt. Bemüht euch mit ganzer Kraft. Das ist eine Top-Priorität. Das muss das Wichtigste oder eins der wichtigsten Dinge in deinem Leben sein, dass du unbedingt mit aller Kraft danach strebst, mit Frieden, im Frieden mit jedermann zu leben. Wie oft haben wir darüber schon gesprochen? Und wie sieht die Realität in unserem Leben aus? In meinem, in deinem? Bemühe ich mich wirklich mit ganzer Kraft um Frieden? Da steht Friede, nicht Waffenstillstand. Da steht Friede, nicht Scheinfriede. Friede ist, wenn die Waffen wirklich schweigen. Friede ist, wenn Vergebung, Heilung und Versöhnung möglich sind. Friede ist, dass tragfähige, belastbare Beziehungen und Freundschaft möglich ist. Friede ist, es steht nichts, nichts, nichts zwischen uns. Das ist Friede. Und jetzt sagt uns Gottes Wort, Bitterkeit hat keine Chance in deinem Leben und Unvergebenheit wird nicht ein Riesenproblem sein, wenn du dich daran hältst. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass Friede in meinem Leben ist. Friede mit jedem. Und jetzt frage ich, ohne dass du jetzt reagierst, aber die Challenge ist die vom Heiligen Geist heute Morgen. Lebe ich wirklich in geklärten Beziehungen? Habe ich Frieden mit jedermann? Kann man so leben? Kann man mit jedem Frieden haben? Nein, kann man nicht. Aber auch hier nochmal Gottes Wort. Römer 12. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegen jedermann. Und jetzt kommt's. Wenn es möglich ist, das heißt, es wird nicht immer möglich sein, soweit es an euch, nicht am anderen, an euch liegt,
Du kannst die Verantwortung nicht wegschieben. Wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Wer ist der Handelnde? Ich. Soweit an mir liegt. Wer übernimmt Verantwortung, wenn mein Gegenüber mir feindlich oder negativ gesinnt ist? Ich. Der bittere und unvergebene Mensch, der erwartet den Schritt vom anderen. Der sagt, der andere hat getan, der andere muss. Und du bist in dieser passiven Opferrolle. Denn du wirst es erleben in deinem Leben, dass sich Menschen nicht, partout nicht, für ihr Unrecht bei dir entschuldigen werden. Du wirst es erleben, dass Menschen ihr Unrecht, das sie gegen dich begangen haben, nicht einsehen, partout nicht. Und was machst du dann? Wie führen wir ein heiliges Leben? Und es hängt jetzt damit zusammen, mit im Frieden leben. Das weitet es nochmal auf, was es bedeutet, ein gemeinsames Ziel zu haben. Der bittere Mensch zieht sich zurück. Der Mensch, der geklärt ist und Frieden hat, der sucht die Gemeinschaft. Amen. Der bittere Mensch hat immer vor oder hat immer Begründung, warum ich nicht mehr mit anderen zusammen. Der hat mir das angetan oder der hat so negativ über mich geredet, ich will nichts mehr zu tun haben. Aber das ist nicht die Lösung. Amen. Ein gemeinsames Ziel. Hast du ein gemeinsames Ziel mit deinen Brüdern, deinen Schwestern hier? Hast du das? Suchst du Gemeinschaft? Und zwar nicht nur Gemeinschaft mit denen, die wir mögen, die mit denen wir sonntags immer am Tisch sitzen, sondern hier steht, unser Herr hat so viel Humor, oder? Die, wie heißt das? Die unscheinbar und unbedeutend sind. Das ist mühsamer, weißt du das? So easy mit denen, wo ich mich herzens verstehe, wo ich so eines Sinnes bin und kuschel und das ist so leicht. Aber die nicht beachtet sind, die unbedeutend sind, die vielleicht auch nicht ganz einfach sind, habe ich mit denen Gemeinschaft? Versuche ich sie zu verstehen? Versuche ich auf sie zuzugehen? Ist ein Teil, ein geheiligtes Leben zu leben. Amen. Oh, ich liebe Gottes Wort. Nicht klug und besserwisserisch sein. Ein stolzer Mensch ist ein unvergebender Mensch. Oder unvergebend sind stolz, so rum kann man sagen. Ich weiß es besser. Ich bin der entscheidet. Ich habe das Recht. Hört ihr das? Ich bin im Recht, weil die Bibel das und das sagt. Klug oder besserwisserisch sein. Und jetzt sagt die Schrift, was auch heilig ist und zeigt, ob du Frieden hast mit anderen, indem du nicht Böses mit Bösem vergilst. Und um euch eine ganz einfache Anwendung zu geben, in dem Moment, wo ich hingehe und Dinge, die ich von anderen höre,
an andere weitergebe, ohne dass ich es geprüft habe, ohne dass ich mit der Person gesprochen habe, vergelte ich Böses mit Bösem. Ich mache mich zum Fürsprecher mit den Konsequenzen, die kommen noch. Wir wollen als bittere Menschen, wollen wir, dass der andere leidet. Der muss das einsehen. Der muss seinen Fehler erkennen. Ich will, dass er Strafe bekommt. Ich will, dass er das so richtig spürt, was er gemacht hat. Seht ihr, diese ganzen menschlichen Dinge, auch wenn man in der Ehe zum Beispiel, und da nehme ich mich gern an der eigenen Nase, ein Schmolli ist und meint, ja, ich will ja nichts Schlechtes sagen, deswegen sage ich lieber nichts, könnte auch eine Strafaktion sein. Ich will, dass der Partner richtig spürt, dass er Mist gebaut hat, mich verletzt hat. Aber das hilft alles nichts, versteht ihr? Es ist eine destruktive Art, aggressiv zu sein. Und zwar passiv-aggressiv. Ich bin einfach, ich schmolle. Ist was? Nö. Nö. Ja, warum guckst du mich nicht an? Ist halt so. Schön, dass er noch lachen können. Ja. Ja, ich finde es auch furchtbar. Ja. Ja. Bitterkeit ist Richter und Ankläger, aber einer ist Richter. Und das ist ein Hebel für Vergebung. Ich werde diese Predigt noch halten, wie vergebe ich wirklich von Herzen. Und da kommt es wirklich darauf an, dass ich dieses Prinzip verstanden habe. Schuld wird nicht einfach weggewischt. Sie braucht Vergebung, sie braucht ein Opfer, ein Schuldopfer. Sie braucht die Auflösung. Dritter und letzter Punkt. Die schreckliche Konsequenz der Bitterkeit und Unvergebenheit, habe ich es genannt. Weil es so ist, Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Das erste, Bitterkeit hat eine direkte, schreckliche Konsequenz für dich, für dein eigenes Leben. Wenn ich nicht vergebe von Herzen, wenn ich Bitterkeit kultiviere, wenn ich in ungeklärten Beziehungen verharre, dann schließe ich mich selbst von der Gnade Gottes aus, sagt die Schrift. Ich weiß nicht, was du darunter verstehst, sich aus dieser Gnade auszuschließen, aber ich habe es schon gesagt. Das Volk Israel konnte nicht in dieses Gnadengeschenk von Gott, dieses neue Land, wo Milch und Honig fließen, sie konnten nicht rein. Sie haben sich selbst ausgeschlossen. Gott wollte, dass sie reinkommen. Sie haben sich selber aus dieser Gnade rausgenommen. Amen. Eigentlich dieses gelobte Land, ein Ort, wo Milch und Honig fließen. Ein Ort der Ruhe, so war es von Gott gedacht. Und was machen sie durch ihre Entscheidung? Schließen sie sich davon aus. Gott hat uns errettet aus der Macht des Negativen, des Satans. Im Grunde ist das wie ein Bild auf unser Leben auch. Gottes Gnade ist doch alles, was wir brauchen, oder?
aber wir schließen uns durch Bitterkeit aus dieser Gnade. Die Kraft Gottes fließt nimmer und wir irren umher wie die Israeliten in der Wüste. Und manche Christen, die haben so eine Biografie, die haben in ihrem Leben Bitterkeit, sie haben Unvergebenheit und wundern sich, dass sie nie glücklich werden, dass sie nicht erfüllt sind, so wie andere erfüllt sind. Sie wundern sich, warum sie nicht durchbrechen an manchen Punkten. Und es liegt daran, dass du dich durch Bitterkeit, wenn du die drin lässt in deinem Leben, wenn du ungeklärte Dinge drin lässt, dann schließt du dich in diesem Bereich von Gottes Gnade aus. Und das, was dir helfen könnte, nimmst du dir weg. Unvergebenheit und Bitterkeit ist, dass ich in Unklarheit, in Dunkelheit, im Unfrieden, in Unbarmherzigkeit und Lieblosigkeit lebe. Und jetzt kommt das, was Pastor Sascha letzten Sonntag gepredigt hat. Erinnert ihr euch an Matthäus 18, die Folterknechte? Die Folterknechte sind nichts anderes, ich weiß, ich denke, hat es auch erwähnt, ein Bild für dämonische Kräfte. Seht ihr, die Dämonen halten sich in Finsternis auf. Ungeklärte Beziehungen, Bitterkeit ist nichts anderes wie in Finsternis leben. Und in dem Bereich, wo ich das tue, haben Dämonen einen Zugriff auf mein Leben. Und sie können dich schlagen. Und weil du ganzheitlich bist, können sie dich ganzheitlich schlagen. Sie können dich seelisch schlagen, sie können dich körperlich attackieren. Habe ich oft schon erlebt. Menschen, die mit Bitterkeit, mit Unvergebenheit besonders zu tun haben. Ich habe Leute erlebt, die haben Jahre und Jahrzehnte unter Migräne gelitten, weil sie nicht vergeben wollten. Und wie wichtig das ist, dass wir wirklich gegen diese Dinge vorgehen, sehen wir in Matthäus 5, Vers 23 bis 26. Wir sind gleich fertig. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch. Erst dann kommt zurück und bringt Gott eure Opfer dar. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist. Und das ist wichtig. Bitterkeit, die voranschreitet, kann ich irgendwann nicht mehr aufhalten in ihrer Wirkung. Oder schwer. Es wird immer schwerer. Eine Ehebeziehung, die aus den Rudern läuft, wo Bitterkeit sich aufsammelt und ungeklärte Situationen sich aufsammeln und die werden über Jahre nicht gelöst. Für uns von außen sieht es aus, bäm, ich kann das gar nicht verstehen. Wieso sind die auseinandergegangen? Weil es eine Geschichte gibt. Eine lange Geschichte von Bitterkeit, eine lange Geschichte von unverarbeiteten, nicht gelösten Dingen. Und irgendwann gibt es ein zu spät, sagt die Schrift. Und dann wird es sehr schwer, den Prozess überhaupt, menschlich sowieso gar nicht. Das Schlimme und Tragische ist, dass Menschen oft kommen, gerade Ehepaare, wenn es fast schon, was heißt fast? Wenn ich ehrlich bin, 90%, wenn die Leute kamen und haben gesagt, wir haben Riesenprobleme. Das war schon so durch, dass nichts mehr rettbar war. Die Bitterkeit war schon so tief drin, das Gift war so tief drin, dass du es nicht mehr lösen konntest menschlich. Und wenn dann nicht ein souveräner Akt Gottes kommt, eine Gnade von Gott, ein richtiges Eingreifen, dann ist sowieso zu spät. So, diese Schrift zeigt uns, wie wichtig Gott es ist, dass wir versöhnt leben. Nicht
vergeben, sondern versöhnt, klar miteinander, geklärt miteinander. Amen. Und jetzt kommt die letzte Wirkung. Dummerweise ist es nicht nur dein Problem. Wenn du Bitterkeit in deinem Leben hast und wenn du unvergeben bist, ist es leider nicht dein Problem allein, sondern die Schrift sagt, lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze wird, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Das ist tragisch. Ein bitterer Mensch spricht bitter. Und wenn du dich reinziehen lässt und es kommentarlos annimmst und wenn du dich auf irgendeine Seite schlägst, dann passiert dasselbe mit dir. Du wirst voreingenommen. Deswegen ist es so tragisch und so schwierig, wenn Ehe in Schieflage gerät, da muss wirklich kompetente Hilfe her. Und da ist es wichtig, dass beide Seiten betrachtet werden. Da ist es wichtig, dass wirklich, das ist eine richtig gefährliche Sache. Wenn Leute in der Gemeinde negativ reden, die reden ja nicht öffentlich negativ, sie reden immer zu Einzelnen. Aber ich habe es in meinem Leben, ich habe es euch schon erzählt, erlebt, wie ein negatives Reden von jemand anderem mich voreingenommen gemacht hat gegen einen anderen Pastor, den ich gar nicht kannte persönlich, mit dem ich nichts zu tun hatte. Und ich konnte seine Predigt nicht annehmen, weil ich immer dieses Gift drin hatte. Der ist ein Heuchler, der ist nicht ehrlich, der meint es nicht ehrlich. Was für eine Sünde. Wo habe ich mich da reinziehen lassen? Und ich fordere uns auf, dass wir eine Gemeinde sind und leben, die ehrlich miteinander umgeht. Und wenn du eine Klage gegen jemand hast, geh hin zu der Person und kläre es direkt. Und die Bibel sagt, auch das werden wir dann in der nächsten Predigt hören. Und wenn er nicht hört, dann nimm noch jemand. Amen. Ich schließe ab. Achte darauf. Achte auf dich selbst, auf dein Leben. Vor Zeiten der Müdigkeit, achte, dass du die richtigen Maßnahmen ergreifst. Achte darauf, dass du aktiv bist und nicht wartest, bis jemand kommt oder es sich für dich ändert. Achte, dass du Bitterkeit keine Chance gibst in deinem Leben und dass du in geklärten Beziehungen lebst, ein heiliges Leben führst, Gott hingegeben. Sie haben ihn beschuldigt, sind mit ihm schlecht umgegangen, seine Jünger haben ihn verraten, Petrus hat ihn verleugnet. Trotzdem hat er sie weiter geliebt. Sagt mir nicht, Gemeinde ist nicht auch enttäuschend. Sagt mir nicht, Gemeinde ist nur immer Sonnenschein. Und mach weiter. Und sei aktiv. Lass dich nicht bremsen davon. Gib nicht auf. Es ist nicht dem seine Gemeinde, der seine Gemeinde, deine oder Pastorgemeinde, es ist Gottes Gemeinde. Darum mache ich weiter, nicht aus anderen Dingen. Achte auf andere. Wenn ein Mensch bitter oder negativ, überkritisch oder nicht mehr wertschätzend redet oder unterwegs ist und du nimmst es wahr, ist es deine Aufgabe, das anzusprechen. Du machst dich mitschuldig, wenn du es nicht tust. Achte darauf, dass du Bitterkeit und Unvergebenheit ansprichst und Hilfestellung anbietest. Entweder selber, aber achte auf dich selbst oder in Form von Seelsorge oder Leiterschaft. Amen. Lasst uns beten. Ich bin mir bewusst, dass es kein leichtes Thema jetzt ist oder war.
Aber es ist wirklich, ich sage euch, ich könnte noch mal 1,5 Stunden dranhängen und von meinem Leben erzählen, was ich für schlimme und bittere Dinge erleben musste. Und Gott hat es trotzdem gut gemacht. Solange ich mich dran gehalten habe in meinem Leben, dass ich dieser Bitterkeit nicht eine Chance gebe, solange ich aktiv geblieben bin, habe ich immer die Oberhand gehabt. In dem Moment, wo ich mich hinreißen ließ, menschlich zu reagieren oder mit menschlicher Kraft zu kämpfen, ist es immer schief gegangen. Das kann ich euch echt sagen. Und deswegen klage ich nicht an mit der Predigt heute. Deswegen möchte ich, weil ich dich liebe und weil ich euch liebe, möchte ich euch sagen, hey, bitte lasst dieses Gift nicht in eurem Leben wirken. Lasst nicht Müdigkeit, die wir alle erleben, lasst sie nicht dein Bestimmer sein. Diene deinem Gott. Diene ihm von ganzem Herzen aus Liebe, auch wenn es mal schwer ist. Wir werden nachher wieder das Abendmahl feiern hier vorne. Wir werden nachher auch das Gebetsteam hier vorne haben. Ich möchte dich einladen, wenn du wirklich etwas abgeben musst heute Morgen und abgeben willst und sagst, ich weiß nicht, wie ich in der Situation das machen soll. Wir sind für dich da, wir beten für dich, wir helfen dir. Aber geh nicht raus, ohne dass du ein Gebet genommen hast. Es ist nicht das Gebet, glaube ich, an sich, wo der wichtige Schritt ist, sondern der Schritt ist, dass du ins Licht kommst und sagst, ich habe ein Problem. Denn wenn wir im Licht sind, dann wird das Blut Jesu uns reinigen von allem. Und er wird dir Kraft geben. Also nach dem letzten Lied wird hier vorne Zeit für Gebet sein, Zeit für Abendmahl zu nehmen, Zeit für Gespräch. Amen. Vater, so danke ich dir heute Morgen. Ich danke dir für meine lieben und kostbaren Geschwister. Ich danke dir für alle im Internet, die dabei sind. Niemand von uns könnte sagen, er wird nicht müde. Niemand von uns könnte sagen, er hat nicht mit Bitterkeit oder mit Unvergebenheit zu tun. Aber bitte hilf uns, das Wort Gottes als Ansporn zu nehmen, mit aller Kraft dagegen zu gehen. Mit aller Kraft so zu leben, dass wir uns bemühen, Friede zu haben im Leben. Friede mit anderen Menschen, soweit es möglich ist. Dass wir nicht ungeklärte Situationen haben, die uns krank machen, die uns müde machen, die uns in falsche Entscheidungen bringen. Ich bitte dich um Lösung heute Morgen. Und da, wo die Fessel der Unvergebenheit wirkt und da, wo das Gift der Bitterkeit wirkt, im Namen Jesus sage ich, Gottes Gnade ist größer. Und heute Morgen glaube ich, Herr, weil du mir dieses Wort gegeben hast, glaube ich von ganzem Herzen, dass heute Ketten fallen, dass heute Menschen von Bitterkeit frei werden können, von diesem Gift, dieser Wurzel und von dem Gift der Giftpflanze frei werden können, wenn sie sich dir offenbaren und zu dir kommen. Und das ist mein Gebet, Herr. Schenk uns Mut, ehrlich zu sein mit unserem Leben. Nicht auf den Nachbar schauen, sondern auch mit unserem Leben. Danke, dass du so ein guter Gott bist. Danke, dass du Hilfestellung gibst und nicht möchtest, dass wir an der Gnade vorbeigehen. Amen.